Wow! Scheiß Auto! Ich auf der falschen Straßenseite. Passiert mir öfter. Ich hab die ganze Zeit voll den Strahler an. Mein Hub ist geil, ne? Ich mal alles einbauen lassen. Per iFruit App. Brauch ich mal ein Spiel spielen, da konnte ich das Auto auch tunen. Mit 400, knapp 500.000 Tacken kann sich das schon mal leisten. Yay, und jetzt fahren wir wieder die ganze Strecke zurück. Ich hoffe, da passiert wenigstens irgendwas total wahnsinnig Wichtiges. Ich finde mal geil, wie die Menschheit sich das alles geschaffen hat. Wie haben die es geschafft, hier eine Straße durch die Berge zu bauen? Oder auch durch so einen Tunnel, durch den Berg durch und sowas. Da kommt doch so eine Idee einfach nur. Oder Gleise durch die Berge verlegen und sowas. Das ist schon krass, was der Mensch alles schafft, Alter. Auch wenn man manchmal sieht, so eine Dokumentation, wo die da mitten auf dem Berg, irgendwo in der Einöde, weiß ich wo, so ein Hotel haben und das dann irgendwie mit einem Helikopter beliefert wird und so ein Scheiß, die haben da Strom, allen Scheiß. Was war das? Was? Security? Was? Weckt mich. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das gab es immer bei Galileo, gab es das damals mal. Gab es immer einen Report darüber. Da haben die ein Hotel mitten irgendwo auf dem Berg oben. Und da kommst du nur mit einem Helikopter hoch oder so. Oder oder zu Fuß, da kommst du mit einem Auto nicht hin. Und das Ding ist halt, dass die da, die haben auch Strom, alles da. Ich finde das irgendwie voll krass. Wenn man sich da, was muss denn das kosten, Alter, wenn du da oben... So, was hat denn der hier für mich? Der hat irgendwas in der Hand, eine Zeitung. Hallo. Halt nicht. Hey. Ah, jetzt. I thought they deported you. Why do you care? Well, I don't. Except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. Oh, I'm sorry. Well, at least you got paid. No, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. Spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Border Patrol, man. Fuck you! You wanna fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you one cent. Na doch, das wirst du. Ich mag Geld. Last I heard, your Civil Border Patrol friends were bullying some people east of here at the Sancudo farm. Go left on Ocean Highway, you'll see them. Okay, wir sollen die beiden Typen von der Grenzpatrouille umhauen. Yeah, das wird bestimmt lustig. Ich habe eh keine Gefühle, mich interessiert das eh nicht, wenn ich abknalle. Oh, fucking Civil Border Patrol! Und wer war denn das überhaupt? Jetzt müssen wir irgendeinen Typen irgendeinen Gefallen, Schulden tun, machen und... Hä? Oder habe ich beim letzten Mal, oder passe ich bei GTA überhaupt nicht mehr auf? Oder bin einfach nur noch da? Was sollten wir dann da Waffen nehmen? Ich sollte nie mit diesen Nutjobs involviert sein. Nutjobs? Wir sind ja selber Ausländer, aber sind Grenzpatrouillenwechsel. Ah ja. Vielleicht mal den Ausgang versperren. Hey Joseph! Why don't you try that on me? Ja, das. Remove from the gene. Alter, das war ein Volltreffer. Das war irgendwie geil.
Wo ist der andere? In der Scheune? Das können wir jetzt einfach rausfinden. Nein, nicht den Trecker, nicht den Trecker, nicht den Trecker, nicht den Trecker. Alter, lass doch mal den scheiß Trecker! Alter, so ein Depp, Alter. Das Ding ist so viel schneller unterwegs. Granate, Haftbombe, unbewaffnete Pistole. Elektroschocker, Mikro-MP. Ja, nur mal die Pump an. Ich sehe das Ziel gar nicht. Was war denn jetzt? Alter, ich kotz an den Teppich, Alter. Ey, leck mich doch, Alter. Kommt da so ein scheiß verficktes Hurenauto, Alter, und haut mich kaputt. Heute läuft doch wieder alles schief. Wir haben so eine Tode, die vollkommen sinnlos sind, einfach nur. Nein, das nimmst du nicht. Hat ich einen Raketenwerfer? Ich wollte doch sagen. Na, ist klar, Alter. Civil Border Patrol disbanded. Okay. Wie du mir, so deine Mutter. Mit dem Granatwerfer habe ich schon geil weggerollt, Alter. Das war schon geil. Das hatte schon was Cooles gehabt. Warte, jetzt scheiße, dass ich wieder sinnlos gestorben bin. Alter, ich hasse sowas so übermäßig, ey. Ich will jetzt nur was kaputt machen. Ja, Troy mit seinen dürren Bähnchen schafft das ja wieder nicht. Jetzt ist die Scheune wieder zu, hä? Komm ich da auch rein? Hier, ich komm da rein. Oh, da liegt was. Ich will das noch nicht einsammeln. Ich will das doch erst zum Schluss machen. Nein, ich sammle das jetzt nicht ein. Ich habe jetzt keine meine Komplettlösung nicht hier. Ich will das immer abstreichen, weil ansonsten suche ich mich später dumm und dusselig, wenn ich das jetzt einsammle. Das ist genauso mit dem Monster-Stunts und so ein Scheiß alles. Achso, jetzt haben wir den ja eigentlich fertig, ne? Das kann man eigentlich jagen, ne? Wie spät ist denn das? Gucken, hoffentlich schaffen wir das noch. Ich muss eh auf Start gehen. Jagd, 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 Jagd. Die war, wo waren die? Jagen. Ach, da. Jagen, jagen, jagen. Wir wollen alle jagen. So. Mit dem ultimativ gepimpten Auto wird das ja funktionieren. LKW. Vorhin der blaue ist Xenonlicht und wenn er den Strahler macht, ist es weiß. Ah ja, verstehe. Das ist geil, die Schaltung, Alter, mit diesem Pfeifgeräusch. Ist ja in Deutschland verboten. In Deutschland ist ja alles, was mit Tuning zu tun hat, ist ja alles generell verboten. Alles, vor allem was Cooles ist verboten. Du kannst keine Unterbodenbeleuchtung machen, du kannst keine beleuchteten Felgen machen, du hast überhaupt nicht schwach. Alles, was leuchtet, ist am Auto verboten. Hauptsache, du hast eine scheiß Scheinwerfer dran. Ne? Gut, was in Amerika auch so legal ist, weiß ich alles gar nicht. Aber bei denen ist das halt so pff, naja, mein Gott. Meine Hupe ist viel cooler als eure. Das war nicht close, das war nicht knapp, das war einfach nur gut. Ja, wir schaffen es. Ich bin ja auch Bob der Bauschmeister. Ich komme, ich komme. Yeah! Oh, da vorne kommt Wasser. Ich bin wasserallergisch, scheu. Nein! Boah. Hat sogar einen guten Toro drin, da ist das kein Thema. Erstmal Tür zu machen hier. Hallöchen. Ach, zwischen 5 und 19 Uhr. Ich dachte zwischen 19 und 5 Uhr. Alter, Mann, das ist doch alles für ein Arsch. Gut, dann wechsle ich halt den Charakter. Ist mir auch egal. Und der Frank hat nämlich noch 4 Missions offen. Und den kann man ja auch was machen lassen. Der Mister. Ne, den sein Auto habe ich nicht getunt. Ich glaube, das Motorrad habe ich getunt von ihm. Wenn ich. Hä? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Keine Ahnung.
Also hier im Spiel habe ich eine Nachricht bekommen, weil mein Handy ist ja eh im Flugmodus, ansonsten mache ich die ganze Zeit Störgeräusche. Wo ist denn der? Hä? Oh, Hallöchen. Damn, you fine, baby. Na, dann date sie doch. Franklin. Da war eine blonde, schöne Frau. Ah, schöne Frauen, die mag man gern. Ach, ist das Motorrad? Hey, Motorrad. Die Hupe ist schon mal die gleiche. Ich versuche mir gerade hier durchzuschlängeln. Und wir müssen geradeaus weiter. Scheiße, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinwollen. Ich glaube, zum Fragezeichen. Ah, ne, das Fragezeichen ist aber bestimmt wieder scheiß Rennen, ne? Was war denn D? D. Dome. Was ist das nicht für dieser Spaten mit dem ganzen Rumgefliege und so ein Zeug? Ich glaube, mir war so. Wow, Vorsicht. Wir müssen da lang. Und jetzt geht es rund. Wow, lass mich. Boah, ich nehme gerade mal eine Stunde auf, ey. Boah, ich bin gerade wie so voll ausgeledert. Na, Alter! Ich habe das Motor getunt. Ich finde, das ist ein bisschen anders irgendwie. Ist der nicht da oben irgendwo? Hier irgendwo muss der auf jeden Fall sein. Begib dich zum Tower. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Wie komme ich da nur hin? Sorry, der Maze Tower oder der Matze Tower oder wie das Ding heißt. Ups. Ja, gute Frage. Soll ich jetzt irgendwo einen Helikopter chartern oder wie oder was? Ich renne jetzt eine Runde rum, vielleicht finde ich irgendwas. Ich bezweifle es allerdings. Ja, das sieht relativ schlecht aus. Ja. Na super. Dann muss ich da irgendwie anders hochkommen. Aber eventuell, vielleicht ist ja auf dem Flugplatz was vom Dings. War das hier? Ich vergesse jedes Mal, wo das war. Von dem, von Michael. Von Michael. Hier irgendwo war das doch. Guck mal, ich kann ja mal dahin fahren. Es muss ja irgendwo in der Nähe sein, auf jeden Fall. So, dann düsen wir da mal hin. Wow! Das sind Kibitschu bei jeder Biegung, die man macht. Wahrscheinlich hier ist mal neue Reifen drauf, wenn wir das Motorrad fahren, ist ein Quietsch das jedes Mal. Ich dachte, ich habe eine andere Hupe eingebaut. War so. Ist ja toll, dass das Ding auch mein Kennzeichen drauf hat mit dem Nord-LP. Komm, wenn ich da vorne falsch umspringe, dann muss da natürlich auch ein Hubschrauber irgendwo sein. Sag ich doch. Sorry, Junge, aber ich brauche das. Franklin, my man! Listen, my buddy's got his boat out. I can drop you over it, if you've got the balls. Hey, look, I'm tired of your shit. Small.
Wieso könnte jetzt nicht mehr einsteigen? Der ist doch tot. Ah, jetzt kann ich, da war doch gerade was. Hallo? Dann halt nicht. Scheiße. Ich muss fliehen. Ich habe schon eine Idee, wo ich hinfliehe. Hier am besten. Hier sind nämlich eh nicht. Haha. Das war natürlich ein bisschen doof. Granatwerfer. Er hat auch den Elektroschocker. Yeah, ich habe einen Elektroschocker. Ich bin gefährlich. Hier ist Let's Play verfolgen. Die wissen, dass ich gefährlich bin mit einem Elektroschocker. Weil die kennen mich ja. Ihr findet mich nie. Oh, eventuell finden sie mich doch, weil sie gerade lang fahren. Nein, dreht um, nicht näher kommen. Oh, Gott sei Dank, Alter. Hopsala. Das Geile ist, die Bullen respawnen noch direkt, die sind weg. Alter, ne, wie viele gleich ankommen, ist krass. Kann ich jetzt den Heli klauen? Oh, Alter, ist das zum Kotzen. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders checken. War es nicht hier? Ah, ich höre gerade Snoop Dogg auf dem Headset. Ganz leise, aber ich höre es. Aber es halt bestimmt Snoop Dogg gesagt, dann gleich, oh ja, da, GEMA hat das genau rausgehört, den Song. Auch wenn das gar nicht zu hören ist im Let's Play. What the hell? It doesn't know it. Oh. Und diese Stahlzäune. Ach Quatsch, nee, ich Fredlin. Müsste man nur eine Maus, ey. Yippie! Warum ist hier kein Heli? Vielleicht der Franklin hat Haufen Missionen, aber ich kann damit nichts anfangen. Gut, wir können mal zum Fahrzeichen fahren. Ich denke mal, es wird wieder das Rennen sein. Ich kann mir jetzt einfach nicht anders vorstellen. Bams, nix. Ich finde das toll, hier im Dunkeln rumzufahren. Aber ich würde... Kann ich die überfallen? Nope. Wir können so eine Tankstelle auch in die Luft jagen, glaube ich. Ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Mir ist meine Nase leicht verstopft, deswegen kriege ich so schlechte Luft gerade. Ich möchte die ganze Zeit voll ins Mikro reinatmen, so. Das klingt ja dann auch scheiße. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Nee. War schon alles konkret. Konkret right. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Are you kidding me? Soll das ein Witz sein? Ich weiß nicht. Hast du gelacht? Dann war es witzig. Oh. Oh, da lag einer. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Ja, ich bin ein crazy fucker. Das ja, mache ich. Ich denke mal, das hier ist wieder das Rennen. Und es ist das Rennen. Kann ich einfach abknallen? Das wäre doch viel logischer. Können wir dann mit dem Elektroschocker ein bisschen inne verpassen? Kommt der so weit? Das wäre natürlich eine geile Sache. Ne, der kommt nicht so weit. Aber ich weiß, was so weit kommt. Ich bräuchte was mit Schalldämpfer, was ich nicht habe. Ich hasse Rennen. So, ich muss zwar keine Autorennen mehr machen. Das ist doch klasse. Ist doch alles gut gelaufen, finde ich. Ich finde, das ist ganz gut gelaufen. Wir haben gut verhandelt. Da ich ja eh Autorennen hasse bei GTA, da war das halt richtig, was ich getan habe. Da ihr mich eh niemals finden werdet, weil ich einfach zu gut bin. Ich wollte eigentlich mal zu Dings wechseln, aber ich muss gleich mal kurz wohin. Oh, 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 das war knapp. What? Okay, ich muss mal kurz weg, ich bin gleich wieder da.